Hi Leute, weiter geht's mit Let's Retro Arctent, das vergessene Reich. Erstmal, bevor wir jetzt anfangen, Sicherheitsspielstunde bespeichern. Ja. Sehr schön. So Leute, wir machen jetzt erstmal die Routine, Leute. Das wird heute eine kurze Aufnahme, nur 3 bis 4 Folgen. Und ja, beim letzten Mal haben wir angefangen, die Routine für die nächste Aufnahme fertig zu machen, zu beginnen. Und ich müsste eigentlich das ganze Zeug jetzt noch im Inventar haben. Habe ich, genau. Dann gehen wir verkaufen. Also ich habe eigentlich nur vor, Leute, jetzt die Routine noch fertig zu machen. Und viel mehr habe ich für jetzt eigentlich gar nicht vor. Und dafür die nächste Aufnahme ohne Routine zu spielen, damit wir wieder ein bisschen mehr machen können. Das heißt jetzt erstmal verkaufen. Mir haben wir schon gemacht beim letzten Mal. Verkaufen, Buch lesen, glaube ich, kommt noch. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich das schon gemacht habe. Aber egal, das schadet ja nicht, wenn wir nochmal ein Buch lesen. Dann einen neuen Zauber kaufen. Und dann mal sehen. Es wäre eine Freude, mit euch zu sprechen. Ich entbiete euch meine Grüße. So, kaiserliches Feilschen. Und dann noch normales Feilschen. Allerdings weiß ich nicht mehr, wie es heißt. Hier, normaler Tausch. Warten wir doch kurz, bis die Ausdauer voll ist. Das ist voll. So, dann verkaufen wir. Fangen wir an mit sonstigem. Die ganzen Lorum-Runen können weg. Die ganzen Bücher hier können weg. Oh, es ist wieder so wenig hier. Das gefällt mir. So, Magie müsste irgendetwas weg können. Denn wir haben hier Alchemie gemacht. Hier, Entzugstärke 49 Mal und hier nochmal 2 Mal. Kleidung nichts und Waffen haben wir hier die Adamant-Axt. Genau, dann sind das 5097 und das ist ein bisschen zu viel, glaube ich. Wir waren bei ...1,7%, Leute. Das heißt, wir dürfen nicht über 4105 drüber. Und dann machen wir das. Und die Waffe verkaufen wir separat. So, das wären 6488. Falsch hat sich auf 82 Punkte verbessert und es wurde sofort akzeptiert, Leute. Das heißt, beim nächsten Mal sind wir jetzt bei 1,71%, also 71% drauf. Wir haben fast unseren Weg zum doppelten Preis geschafft, Leute. Unglaublich. So, hab ich eigentlich
Hier etwas drin. Auspacken Material. Nein, habe ich vergessen. So, kann ich dir die Adamant-Axt verkaufen? Erstmal warten, bis die Ausdauer voll ist. Ja, das sieht gut aus. So, das sind 2405. Haben wir noch 405. Und da haben wir es. Wurde leider abgelehnt. Um 1. Knapp. Dann gehen wir jetzt Zauber kaufen. Einen erstmal. Einen zweiten weiß ich noch nicht. Ich glaube nicht heute. Wie ich sehe, befinde ich mich in guter Gesellschaft. Was kann ich für euch tun? Was kannst du für uns tun? Naja, wie wäre es mit... Boah, das kostet nur noch 3, die normale Grünweisheit. Die normale Silberweisheit. Festigen Illusion, 10 Punkte für eine halbe Minute auf sich selbst. Wie viele normale Weisheiten hätten wir noch? 2 nur noch, Leute. Hier. Okay, dann. Was machen wir als nächstes? Wenn ich euch irgendwie helfen. Wir sind nicht im Kampf. Obwohl er uns gesehen hat, hat er keinen Kampf begonnen. Naja. So, ich würde jetzt gerne das hier einfach mal pauschal nach Stormen bringen, damit das auch mal erledigt ist. Wir können es hier tragen. Und wir könnten das in den Rucksack packen, dann bewegen wir uns schneller, weil wir weniger tragen. Genau, und dann... Gehört zur Routine noch... Ja, das Buch lesen mache ich dann noch, Leute. Und danach noch Zeug holen. Es wäre mir ein Vergnügen mit euch. So, dann dürfen wir das wieder auspacken. Und wieder hinlegen. 113 Kilo wiegen wir also. Gefällt mir. Gefühlt 200 davon sind Heiltränke. Ich grüße euch.
So. Dann lesen wir jetzt dein Buch. Wir sind bei Der Wahnsinn des Pelagius. Der Wahnsinn des Pelagius von Zarthenes. Der Mann, der einmal Kaiser von ganz Tamriel werden sollte, wurde als Toritz Pelagius Septim, Prinz aus dem königlichen Geblüt derer von Wegesruh, im Jahre 119 der dritten Ära gegen Ende der glorreichen Herrschaft seines Onkels Antiochus dem Ersten geboren. Die Wegesruhs waren in den Jahren vor Pelagius' Geburt mit Privilegien überschüttet worden, da König Magnus der Lieblingsbruder des Antiochus war. Es ist schwer zu sagen, wann sich der Wahnsinn des Pelagius erstmals manifestierte, da, um der Wahrheit Genüge zu tun, die ersten 10 Jahre seines Lebens durch eine Periode des Wahnsinns gekennzeichnet waren, der das Land als Ganzes ergriffen hatte. Als Pelagius gerade 1 Jahr alt war, verstarb Antiochus und eine seiner Töchter, Kintyra, bestieg unter allgemeinem Jubel den Thron. Kintyra die Zweite war eine Cousine des Pelagius und eine bekannte Mystikerin und Hexenmeisterin. Hätten ihre Kräfte allerdings gereicht, einen Blick auf die Zukunft zu erhaschen, so hätte sie den Palast vermutlich in wilder Flucht verlassen. Die Geschichte des Krieges des Roten Diamanten ist bereits in vielen anderen gelehrten Veröffentlichungen erzählt worden. Die meisten Historiker sind sich dabei einig, dass die Herrschaft von Kintyra II. Durch den gemeinsamen Cousin der Kintyra und des Pelagius, Uriel, usurpiert wurde, der sich auf die Macht seiner Mutter Potema, der sogenannten Wolfskönigin des Königreichs der Einsamkeit, stützen konnte. Im Jahre nach ihrer Thronbesteigung wurde Kintyra in der Felsschlucht gefangen genommen und in den dortigen kaiserlichen Verliesen eingekerkert. Ein Krieg brach aus, der ganz Tamriel erfasste. Prinz Uriel bestieg den Thron als Uriel III. Und Hochfels, wo die Kaiserin gefangen gehalten wurde, war Schauplatz einiger der blutigsten Schlachten. Der Vater des Pelagius, König Magnus, verbündete sich mit seinem Bruder Zephorus gegen den unrechtmäßigen Kaiser und zog so den Zorn Uriels III. Und der Königin Potema auf Wegesruh. Pelagius, seine Brüder und Schwestern sowie seine Mutter Utela flohen auf die Insel Balfira. Utela entstammte dem Geschlecht der Direni und das Stammhaus ihrer Familie befindet sich noch heute auf dieser uralten Insel. Dank der Überlieferungen von Kinderpflegerinnen und Besuchern wissen wir viel über die Kindheit des Pelagius auf Balfira. Alle, die ihn kennenlernten, beschrieben ihn als einen gut aussehenden, sympathischen Jungen, der sich für Sport, Magie und Musik interessierte. Selbst wenn man davon ausgeht, dass sich hier ein für Diplomatenkreise typischer Mangel an Offenheit zeigte, so schien Pelagius doch ein Glücksfall für die Zukunft der Septim-Dynastie zu sein. Als Pelagius 8 war, erschlug Zephorus Uriel III. In der Schlacht von Ichidak und ernannte sich selbst zum Kaiser Zephorus I. Die nächsten 10 Jahre seiner Herrschaft waren durch den Kampf mit Potema gekennzeichnet. Die erste Schlacht, an der Pelagius teilnahm, war die Belagerung des Schlosses der Einsamkeit. Diese endete mit dem Tode der Potema und dem endgültigen Ende des Krieges. Aus Dankbarkeit machte Zephorus Pelagius zum Herrscher über das Königreich der Einsamkeit. Als König des Königreichs der Einsamkeit erregte Pelagius erstmals Aufmerksamkeit durch sein exzentrisches Verhalten. Da er jedoch der Lieblingsneffe des Kaisers war, erlaubten sich nur wenige Diplomaten kritische Anmerkungen über Pelagius.
Während der ersten beiden Jahre seiner Herrschaft fiel Pelagius zumindest durch seine besorgniserregenden Gewichtsschwankungen auf. 4 Monate nach der Thronbesteigung bezeichnete ein Diplomat aus Emirs Pelagius als eine gesunde und muntere Seele mit einem Herzen so groß, dass es seine Taille weitet. 5 Monate später schrieb eine auf Besuch weilende Prinzessin von Erstburg ihrem Bruder. Der König ergriff meine Hand und es fühlte sich an, als würde sie von einem Skelett umklammert. Pelagius ist in der Tat enorm abgemagert. Zephoros verstarb unverheiratet und kinderlos, 3 Jahre nach der Belagerung des Schlosses der Einsamkeit. Als einzig Überlebender der Geschwister gab der Vater des Pelagius, Magnus, den Thron von Wegesru auf und siedelte als Kaiser Magnus I. in die Kaiserstadt über. Zu diesem Zeitpunkt begann Pelagius wegen seines exzentrischen Verhaltens in Verruf zu geraten. Es gibt eine Vielzahl von Legenden über sein Verhalten als König von Sentinel, doch die Zahl gut dokumentierter Fälle ist klein. Es ist bekannt, dass Pelagius sich mit den jungen Prinzen und Prinzessinnen von Sylvanar in seinem Gemach einschloss und diese erst freiließ, nachdem eine nicht unterzeichnete Kriegserklärung unter der Tür durchgeschoben wurde. Als er sich während der Rede anlässlich eines örtlichen Festes die Kleider vom Leibe riss, beschlossen seine Berater anscheinend, ihn gründlicher im Auge zu behalten. Auf Befehl des Magnus wurde Pelagius mit der wunderschönen Erbin eines Dunkelelfengeschlechts, Kataria Raatin, vermählt. Nordische Könige, die Dunkelelfen heiraten, machen sich dadurch selten beliebt. Die meisten Gelehrten geben 2 Gründe für die Verbindung an. Magnus versuchte damals die Beziehungen zu Ebenherz zu festigen, wo der Clan der Raatim beheimatet war. Das Nachbarreich von Ebenherz, Gramfeste, war ein historischer Verbündeter des Kaiserreichs seit Urzeiten und der Prinzgemahl der Königin Berenzia hatte im Krieg des Roten Diamanten viele Schlachten gewonnen. Die Unterstützung Ebenherzes für Uriel III. Und Potema war ein schlecht gehütetes Geheimnis. Der 2. Grund für die Heirat war persönlicherer Natur. Kataria war auf diplomatischem Parkett so gewandt, wie sie schön war. Falls irgendein Wesen imstande war, den Wahnsinn des Pelagius zu verbergen, so war sie es. Am 8. Tage der 2. Saat des Jahres 145 der 3. Ära. Starb Magnus friedlich im Schlafe. Jolete, die Schwester des Pelagius, bestieg den Thron des Königreichs der Einsamkeit und Pelagius und Kataria hielten Einzug in der Kaiserstadt, um zu Kaiser und Kaiserin von Tamriel gekrönt zu werden. Es heißt, Pelagius sei in Unmacht gefallen, als ihm die Krone aufs Haupt gesetzt wurde, doch Kataria hielt ihn aufrecht, sodass nur die den Thronsesseln am nächsten Sitzenden sehen konnten, was geschehen war. Wie so viele der Geschichten über Pelagius ist auch diese unbewiesen. Pelagius III. War nie der wirkliche Herrscher Tamriels. Kataria und der Ältestenrat trafen alle Entscheidungen und waren lediglich bemüht zu verhindern, dass Pelagius alle in Verlegenheit brachte. Trotzdem gibt es Geschichten über die Herrschaft Pelagius III. Es heißt, dass Pelagius anlässlich eines Besuchs des argonischen Botschafters von Dunkelheim bei Hofe darauf bestand, sich nur grunzend und quiekend zu unterhalten, da dies die Muttersprache der Argonier war. Es ist bekannt, dass Pelagius unter einem Sauberkeitswahn litt und viele Gäste berichteten, dass sie früh am Morgen durch den Lärm der Reinigungskolonnen des Kaiserpalastes geweckt worden seien. Die Legende, dass Pelagius sich während der Überprüfung der Arbeit der Dienerschaft plötzlich auf den Fußboden entleerte, um den Dienern etwas zu tun zu geben, geht vermutlich auf einen anonymen Verleumder zurück. Als Pelagius begann, Besucher des Kaiserpalastes zu beißen und zu schlagen, wurde entschieden, ihn in einer privaten Anstalt unterzubringen. Kataria wurde 2 Jahre, nachdem Pelagius den Thron bestiegen hatte, zur Regentin ernannt. Die nächsten 6 Jahre verbrachte der Kaiser in einer Reihe unterschiedlicher Anstalten.
Verräter im Kaiserreich haben mannigfaltige Lügen über diesen Zeitraum verbreitet. Flüsterpropaganda über widerliche Experimente und Foltermaßnahmen, denen Pelagius ausgesetzt wurde, wurde von vielen als Tatsache akzeptiert. Die edle Dame Kataria wurde kurz nach der Überstellung des Kaisers in die Anstalt schwanger. Und Gerüchte über ihre Untreue und auch absurde Verschwörungstheorien, die besagten, dass der Kaiser bei geistiger Gesundheit eingesperrt sei, verbreiteten sich wie ein Lauffeuer. Wie Kataria nachwies, war die Schwangerschaft das Ergebnis eines Besuchs in der Zelle ihres Gatten. Da es keine weiteren Belege gibt, sind wir als treue Untertanen verpflichtet, das Wort der Kaiserin in dieser Frage zu akzeptieren. Ihr zweites Kind, ein Sohn, der lange Jahre unter dem Namen Uriel IV. Regieren sollte, entsprang ihrer Verbindung mit ihrem zweiten Gatten Lariatus, eine Tatsache, die öffentlich anerkannt wurde. In einer warmen Nacht des Sonnenuntergangs verschied Pelagius III. Nach kurzem Fieber im Alter von 34 Jahren in seiner Zelle im Tempel von Kynaret auf der Insel Betonia. Kataria die Erste herrschte für weitere 46 Jahre, bevor das Zepter an Kassynda überging, das einzige Kind, das aus ihrer Verbindung mit Pelagius hervorgegangen war. Das wilde Verhalten des Pelagius hat diesem eine wunderliche Zuneigung der Provinz eingebracht, in der er geboren wurde und starb. Der zweite Tag des Sonnenuntergangs, an dem sich möglicherweise sein Tod jährt, die Quellen sind hier nicht sehr deutlich, wird als Tag des wahnsinnigen Pelagius gefeiert, an welchem zu aller Art von närrischem Verhalten ermuntert wird. Und so kommt es, dass einer der am wenigsten attraktiven Kaiser der Septim-Dynastie einer ihrer berühmtesten geworden ist. Ja, schöne Geschichte, Leute, kennen wir natürlich schon aus Morrowind und Oblivion. So, der Wahnsinn des Pelagius kommt tatsächlich hier rein. Und hat da auch Platz, super.